Hallo und herzlich willkommen. Schon! Sean ist erledigt, wenn ich die falsche Adresse habe. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Ich suche schon seit langer, langer Zeit, Ethan. Suche nach einem Vater, der es schafft, zu tun, was meiner nicht konnte. Sich selbst zu opfern. Um seinen Sohn zu retten. Oh, ich suchte, suchte und suchte. Und dann dachte ich an sie. Ja, weil der eine Sohn genau da bei dem Autounfall gestorben ist. Da, guck mal, da ist er als Zuschauer. Diese Morde. Nur um einen Vater zu finden, der seinen Sohn rettet? Nur für einen Vater? Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein? Glauben Sie es? Die Opfer haben genauso gelitten wie ich. Ich habe Ihre Tests bestanden. Jetzt will ich meinen Sohn zurück. Er ist dort. Sie müssen nur das Gitter öffnen, Ethan. Na. Genau, das sagte ich mir doch. Jetzt kommt der Polizist. Und dann kommt auch noch Madison. Alle kommen hierher. Los, heb hoch das Ding. Na komm, es wäre geil, wenn jetzt noch Madison mit ihren Künsten Schlösser zu brechen. Ich muss das verdammte Gitter öffnen. Ich muss etwas finden, schnell! Madison könnte jetzt das Gitter aufbrechen. Und Madison ist ja gleich da. Eine Stange. Oh, ich bin ja froh, wir haben alle hier hingeschickt. Alle sind hier. Na, brich auf das Ding! Kann das denn so schwer sein, so ein scheiß Schloss zu knacken? Oh, hast du den Kopf krank gesehen? Der Kopf ist da. Er atmet noch, er versucht es jedenfalls. Guck mal, da ist er, da schwimmt er. Mehrmals drücken, drück mehrmals. Das soll immer einer wissen, dass das hier mehrmals heißt. Und mal heißt es, das wackelt nur und halt still. So, nee. Oh, war es jetzt wieder mehrmals drücken oder was? Runter. Ja, ist wieder mehrmals drücken. Oh, ich krieg das nicht hin, ne? Schon. Das ist der Polizist. Der hat wahrscheinlich zu viel Drogen genommen. Ah, von hinten angegriffen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer. Also ich, kriegen wir die hier alle lebend raus? Oder geht hier einer dabei drauf, ne? Und ich muss sagen, ich verstehe es trotzdem nicht ganz. Alter, hör auf jetzt hier! Ich verstehe es nicht ganz, wie dieser Privatdetektiv. Das ist irgendwie eine seltsame Kombi. Der hat ja gar nicht wirklich irgendwas. Beeinflusst. Ach, Mist. Scheiße. Also nicht, dass ich jetzt mitgekriegt hätte, dass der da irgendwas beeinflusst hätte. Komm, ich hab doch... Ach, Mist. Auf Position. Zielperson ist bewaffnet und gefährlich. Der Befehl lautet, schießen ohne Warnung. Ich wiederhole, schießen ohne Warnung. Ash, Scharfschützen bereit? Ja, Lieutenant. Der stirbt ja sowieso innerhalb von den nächsten Minuten, ne? Diesmal kriegen wir ihn. Wir erledigen ihn, sobald er seine hässliche Fresse zeigt.
Madison auch da. Hey, Sie da! Was machen Sie? Lieutenant, ich bin Madison Page, ich bin Journalistin. Ich kann beweisen, dass Mars unschuldig ist. Er ist nicht der Origami-Killer. Ash, was will die Journalistin hier? Es sollten doch alle das Maul halten. Bring sie weg, sie steht im Weg rum. Okay, Lieutenant. Na los, kommt. Sie machen einen Riesenfehler, Lieutenant. Ich kann Ethan Mars Unschuld beweisen. Ja, wie wichtig wäre zu sagen, wer schuldig ist. Und zu sagen, guckt mal, da oben kämpfen sie gerade. Vielleicht. Der andere, der gute Polizist, der weiß es nämlich. Der ist nämlich dem Richtigen auf der Spur. Oh, endlich hat das mal geklappt mit dem scheiß Controller hochheben. Und mit dem runterfallen lassen hat auch mal geklappt. Mann, ey. Die ganze Zeit immer habe ich das immer nicht hingekriegt, ne? Eine absolute Schwachstelle. Nicht schauen, bitte. Atme. Du musst atmen. Ach, die Musik war. Komm, ey. Bleib bei mir. Na los. Schon. Bleib bei mir. Der abgesägte Finger. Nur um den John zu finden. Das ist Sean. Oh, Sean. Wir haben Sean gerettet. Und jetzt wird aber natürlich das Gift anfangen zu wirken, ne? Du bist nicht tot. Dad. Ich hab gewusst, dass du mich rettest. Ja, du hast noch 10 Minuten. Sean, hör zu. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Hör mir zu, was auch kommen mag. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. 2, 1. Ich bin nicht tot. Das Gift sollte jetzt wirken. Und ich lebe. Walking Gift. Schaff sie verdammt nochmal weg. Mars ist unschuldig, verdammt. Er war's nicht. Hey, was soll das? So. Das war wieder falsch. Falsch rum, so rum. Jetzt geht das wieder los hier, Alter. Verdammte Scheiße. Was jetzt, Lieutenant? Achtung an alle, nicht schießen. Ich wiederhole, nicht schießen. Ist ja doch kein so schlechter Polizist, wie man denken mag. Madison? Was ist los? Die Cops. Sie sind da draußen. Sie haben alles umstellt. Du bist tot, wenn du da rausgehst. Ich gehe allein. Ich kann es erklären. Du bist tot, bevor du dazu kommst. Hör zu. Wir gehen zusammen, da draußen mit erhobenen Händen. Dann können sie nicht schießen. Ich kann deine Unschuld beweisen, Ethan. Hör zu. Ich weiß, dass ich dir nicht getraut habe. Ich habe nur an Sean gedacht und ich... Schon okay. Das Wichtigste ist, dass du ihn retten konntest. Thank you.
hätte es auch den Polizisten retten können. Wir haben ja ganz recht, wenn hier keiner drauf geht. Ich weiß gar nicht, ob bei dem Spiel überhaupt Leute draufgehen können oder ob das dann nur irgendwie... Weiß ich auch nicht, ob das da wirklich so möglich ist, dass die Leute sterben zwischendrin. Das weiß ich halt gar nicht, ne? Ich habe bisher, glaube ich, einen guten Run gehabt hier. Wir haben dem schon mal geholfen, obwohl der das nicht verdient hat. Ne, Quatsch! Wir haben einem anderen geholfen. Wir haben einem anderen geholfen. Wo wir auch dachten, dass der... Der wollte den ja umbringen. Der andere hätte den ja umgebracht, den Shelby. Und da muss man auch mal dazu sagen, der wollte den umbringen. Das heißt, der Shelby könnte jetzt eigentlich tot sein, ne? Da hätten wir das Problem jetzt hier nicht, ne? Und dann haben wir aber den ja verschont, den anderen. Wir haben bis jetzt jeden verschont, immer. Gab ja bloß zwei oder drei Situationen überhaupt. Jetzt fällt er doch da rein, ne? Okay, ich habe versucht, ihn zu retten, jedenfalls. Hätte ich mir auch sparen können, ne? Okay, also Shelby ist jetzt auf jeden Fall. Der ist raus jetzt. Scott hat es nicht geschafft. Obwohl ich ihn ja gerettet hatte. Aber wer weiß, vielleicht lebt er ja doch noch. Bei solchen Spielen. Man weiß es ja nie bei sowas, oder? Liegt er da unten? Ich weiß es nicht. Vermutlich schon. Vielleicht sieht man jetzt auch seine Mütze oder seine Uhr noch da irgendwo. Jetzt müssen wir natürlich mit ihm nach Hause torkeln, weil der wird garantiert jetzt gleich... Okay. Jetzt bin ich natürlich noch gespannt, ob nicht doch jetzt noch ein Gift wirkt, ne? Oder ob das gar kein Gift gewesen ist tatsächlich. Aber vermutlich... Vielleicht, ich glaube, der Scott war so gemein, war er wahrscheinlich nicht. Er wollte nicht, dass der daran stirbt, er wollte wahrscheinlich nur das Gefühl. Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen. Wenn du schlechter gewesen wärst, wäre Shelby entkommen. Nach vier Tagen und zwar endgültig. Wurde. Ah, das heißt, es war gut, dass der nicht entkommen ist. Festgehalten worden. Der große Erfolg dieses Einsatzes war nur möglich dank der Tapferkeit von Ethan Mars. Okay. Der selbst bisher unter Mordverdacht stand. Nur mit Hilfe seines Muts und seiner Beharrlichkeit gelang ihm die Vereitelung der Pläne des Origami-Killers. Der Commissioner selbst entschuldigte sich heute öffentlich bei ihm. Die Schlagzeile des Tages. Hat ja, natürlich heute nicht geschafft mit 18 Uhr Abendessen. Ja, gerade so. Jetzt muss ich gucken, was es noch zu essen heute gibt. Oh, meine Frau wird denken, ich habe sie vergessen da oben. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Okay. Okay. Also er ist tot. So, jetzt haben wir natürlich... Sehen wir die Mutter nochmal? Sagen wir mal, ein Freund hat ein bisschen geholfen. Wenn wir wollen, gehört's uns. Also erst mit Madison jetzt zusammen. Und die lebt auch noch. Also hätten denn jetzt Daniel auch irgendwelche Charaktere sterben können? Hätte jetzt auch sein können, dass Madison und Ethan jetzt nicht als Paar hier auftreten? Dad, ich hab mein Zimmer gefunden. Hätte das passieren können? Na? Wie ist das? Es ist perfekt, Ethan. Wir werden alles vergessen können. Ein ganz normales Leben führen und... Irgendwann wird uns alles wie ein böser Traum erscheinen. Jeder Einzelne hätte sterben können. Wir haben es uns verdient, glücklich zu sein. Wir alle drei. Dann haben wir jeden gerettet. Wir haben jeden gerettet. Ist der Oberhammer. Shelby hat es nicht anders verdient. Der hat jetzt letzten Endes auch das gefunden. Aber wir haben jeden anderen. Wir haben den Polizisten gerettet. Wir haben... Aber was ist mit der Mutter? Unser Gast hat diese Woche das Cover des World Magazine und wird von unserer ganzen Nation als der neue Held gefeiert. Eindrucksvoll beendete er fast im Alleingang die grausame Serie von Morden, verübt von dem Mann, der als Origami-Killer bekannt wurde, und rettete den kleinen Sean Maas.
Entschlossenheit, Mut und Intelligenz haben ein neues Gesicht. Norman Jayden. Guten Abend. Okay, ich dachte, jetzt kommt der andere Polizist, wa? Dachte ich jetzt. Jetzt dachte ich, der andere Polizist kommt da an. Aber er hat es... Das stimmt, er hat das wirklich... Also wir haben es irgendwie alles richtig gemacht, wa? Oder gibt es irgendwas, was nicht stimmt? Er hat sicherlich zu viel von seinem... wie hieß das so? Ähnlich wie Kokain. Irgendwas mit ihm hieß das doch. Jetzt ist doch die Droge jedenfalls los. Weg damit. Wir wollten sie ja schon mal wegschmeißen, die Droge. Das ist mein erster Run bei dem Spiel gewesen. Ich kannte das vorher also überhaupt gar nicht. Das war mir absolut gar nicht bekannt, das Spiel. Ich hatte nur gehört, dass es gut sein soll. Eigentlich wollte ich Heavy Rain vor Until Dawn spielen. Es kommt bestimmt raus, dass der Scott noch lebt. Okay, jetzt fängt der an zu halluzinieren, wa? Das sind Entzugserscheinungen wahrscheinlich, wa? Hatte sich verliebt. Er war mein in den. Sohn, Scott. Überleg dir das mal. Hast du daran gedacht, als ich in deinen Armen lag? Überleg dir das mal. Der hat, der Mörder hat Warum gesagt, hast du das nur getan, er würde, Scott? Er würde helfen. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Aber er hat ihr das Leben gerettet. Ich fühle nichts weiter als Verachtung für dich. Nichts als Verachtung. Und davor, worüber lachst du gerade? Habe ich jetzt was verpasst? Scott Shelby. Oder sollen das zwei Brüste sein, die du da in den Chat geschrieben hast? Aber es ist wirklich, überleg dir das mal, der hat gesagt, er sucht den Mörder ihres Kindes und er war selbst der Mörder. Genau, hier haben wir den nicht erschossen. Hä? Wer waren denn eigentlich diese beiden Einbrecher? Siehst du, ich krieg das gar nicht zusammen, ne? Vielleicht sieht man jetzt dadurch auch... Ne, das ist der Polizist gewesen, der den... Das sind richtig deine Spielszenen. Das sind die Credits. Ja, genau. Hab ich gerade gesehen. Das, genau. Ich hab gerade gesagt, das ist ja... das habe ich jetzt so gar nicht gespielt. Weil ich hab auch nicht geschossen gehabt, ne? Aber ich weiß gar nicht... Ach ja, stimmt, die Einbrecher waren ja nur ein Traum, das stimmt. Das genau, die hatten das am Anfang ja nur geträumt, das stimmt. Genau. Der Typ war, der das Auto verkauft hatte. Das war der Typ, der die massakrieren wollte. Der ein bisschen krank im Kopf war. Das war wohl da runtergefallen ist rückwärts, ne? Genau. Das war, als sie getanzt hat. Ja, genau. Also ich müsste mir erstmal überlegen,
viele Sachen habe ich ja dann doch. Genau, und hier, da wussten, dass wir selber der Killer sind, haben aber denen erklärt, sein Sohn sei der Killer. Und wir wissen ja, dass sein Sohn auch ein Kind umgebracht hatte, aber das hat er ja gesagt, das zählt nicht, weil das war ja irgendein Kind und er hat es einfach nur aus Versehen umgebracht, weil er da ja das Kind zu lange unter Wasser getaucht hat. Ne? Okay, jetzt haben wir also von Quantum Dreams das Spiel gespielt Fahrenheit, wir haben gespielt Detroit Become Human und wir haben gespielt Heavy Rain. Was noch fehlt ist Beyond Two Souls. Habe ich aber auch. Aber ich überlege mir gerade, ob das das Richtige wäre gerade. Ich habe ansonsten noch keine richtige Idee für das nächste Spiel. Ich habe mir dieses Mittelerde-Spiel gekauft, also auf der PlayStation jetzt runtergeladen. Quantic ist Quantum. Ach, falsch. Quantum. Doch, ist das nicht das Gleiche? Doch, ist es das Gleiche oder nicht? Habe ich falsch ausgesprochen, oder? Habe ich das jetzt falsch ausgesprochen oder stimmt das jetzt nicht, was ich gerade gesagt habe? Ich meine, dass zumindest Fahrenheit, Beyond Two Souls, Heavy Rain und Detroit Become Human alles vom gleichen Hersteller sind, oder? Dann ist es Quantic, okay. Meine ich, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Es hat mich ja zumindest auch vieles an Fahrenheit erinnert und Detroit Become Human hat mich ja auch, also für mich ist das fast klar gewesen im Spielen, dass das zusammengehört, dass es das gleiche ist. Das gleiche Entwicklerteam dran gearbeitet hat. Habe ich jetzt vielleicht falsch ausgesprochen? Das ist okay. 2009? Ja, also ansonsten hätte ich als nächstes nämlich den Tomb Raider noch. Oder wie gesagt, Beyond Two Souls und Heavy Rain, weiß ich, ist beides von Quantic Dreams. Genau, und da wird Fahrenheit und Detroit Become Human, meine ich, auch so sein. Und wir hatten ja Detroit Become Human auch schon gespielt und ich meine, dass ich da das gelesen habe, dass das alles zusammengehört. Ja, okay. War auf jeden Fall wieder mal eine Story, wo das Ende letzten Endes nicht, wo das Ende nicht absehbar war. Überhaupt nicht. Also für mich war es nicht absehbar. Ja, und ich glaube, ist Beyond Two Souls so ein Spiel, wo man sehr viel, Jumpscares hat? Oder ich bin mir da jetzt nicht sogar sicher. Oder ist das auch eher storyline-technisch so in der Art angelehnt? Ich denke mal, ich werde mir als nächstes Tomb Raider angucken. Ich will mal ein bisschen Action erleben als nächstes. So richtig hier mal in auf. Das hätte ich ja noch da. Okay, dauerhafte Zeitsprünge. Das hatten wir so ähnlich bei Fahrenheit ja auch. Da hast du ja bei Fahrenheit auch so diese Blackouts-Geschichten. Nee, warte mal. War das bei Fahrenheit mit den Blackouts? Oder war das ja, wo ich jetzt gerade mit dem Spiel Butterfly-Effekt? Kann auch sein. Ne, weiß ich jetzt auch nicht. Kann auch sein. Okay. Welches Tomb Raider? Also ich habe noch... Das ist immer schwer zu sagen. Welches Tomb Raider? Ich habe das, wo Lara Croft am Anfang, glaube ich, auf einem Boot... also irgendwo im Meer ist sie da. Ich kann es ja kurz mal starten. Also kurz mal zeigen. Ich mache das jetzt hier erstmal. Mach mal die Credits, beende ich jetzt mal. Falsch. Ja, wenn ihr Lust habt, kommt einfach mal mit reingucken und ansonsten bleibt schön gesund, Leute, und wir sehen uns. Macht's gut, ja. Tschüss.